vorher laufen wir uns warm in Berlin. Also das ist dann, die Generalprobe ist in Berlin und dann, wenn wir die gut bestehen, dann machen wir in München auf. Wenn nicht, dann bleibe ich in Berlin. Sonst kommt die Frau Merkel mit. Genau. Ja, die laden wir natürlich ein nach München. Letztes Jahr hat sie schon gesagt, dass sie heuer vielleicht kommt, wenn die Wahl gut ausgeht. Kommt sie am letzten Wochenende nach München. Und ja, für mich ist einfach das Berlin jetzt so im Vordergrund gerade, weil das einfach eine Herausforderung ist, was Neues wieder. Und alle die guten Ideen, die da entstehen in Berlin, die können wir dann auch auf München übertragen, mal umgekehrt. Erst einmal unser Know-how bringen wir nach Berlin und gewisse Sachen kann man sicherlich auch dort erkennen, wo man in München gut brauchen kann. Was wird denn in Berlin anders so vom Feiern her? Die Berliner haben ja so ihre ganz eigene Art. Wir reden immer von Berlin und wir sagen, Berlin ist der Schmelztiegel Deutschlands, muss man sagen. Da sind sie auch von allen Bundesländern sind die in Berlin. Und deswegen denke ich, ist es besonders schön, weil die Mischung gut ist. Haben wir auf der Münchner Wiesn auch, da muss man schauen, die Prozentsatz am Abend im Zelt, würde ich sagen, sind nicht mehr wie 20% Münchner, der Rest ist ja bundesweit, sind Gäste oder aus der ganzen Weltweit. Und das macht es ja gerade aus. Und da ist es wurscht, ob das in München oder in Berlin ist. Das kann überall sein. Und das ist unser Exportschlager, Oktoberfest. Diese Art der Gastronomie, die ist so nachhaltig, die Leute, die, da ist der Gast die Hauptperson, der Hauptattrakteur oder die Hauptattraktion ist der Gast selber. Und der kann sich unterhalten, er schunkelt, er kann flirten. Wenn ich jetzt vergleiche mit anderen wie Palazzos zum Beispiel, da ist immer die Show, da hat man zum Zuschauen und Beifall und wunderbares Essen, alles toll. Aber das ist eben anders im Zelt, da ist man selber ein Teil der Show. Genau.